Hey, meine Rabauken, wir, beziehungsweise ich, wurde in der letzten Episode gehackt von Elina von einem heimtückischen Hackerangriff. Fairerweise wusste sie mein Passwort, aber hacken bleibt hacken. Passwort muss ich auf jeden Fall ändern. Und wir befinden uns jetzt hier eingesperrt. Hilfe! Hallo? Hallo? Elina, du Eklige, du hast mich eingesperrt. Ich sehe nichts, hier ist alles dunkel. Ich war das nicht. Ich bin hier lang gegangen, habe mich gewundert, was das hier ist. Du hast mich gehackt. Hä? Davon Hilfe. Weiß ich ja aber nichts. Jani. Davon weiß ich. Hey, du bist wieder frei, du bist wieder frei. Nee, ich rufe jetzt Jami, der killt dich nämlich, so ein Ding. Hey, nee, Mann. Du hast deine Eisenrüstung an, Elina. Ja, gar kein Problem. Ich hab auch leider Rüstung. Mann, warum hast du das gemacht, ey? Oh. Hä? Ach, das Gambus Haus. Obsidian? Wolltest du mich etwa Obsidian trappen? Nee, das war... Warum ist meine Rüstung so heftig kaputt? Keine Ahnung, Mann. Warum hab ich den Kimono und den Sombrero dabei? Warum hab ich ein Horn? Hey, das ist doch voll das geile Outfit, Mann. Oh, Mann, ey. Was ist hier noch alles da in meinem Rucksack? Dia ist noch da. Ja, da ist noch alles da. Rüstung ist noch da. Also hast du mir nichts abgezogen, Elina? Ja. Versprochen. Also ich dir nicht, aber vielleicht andere. Hat mir wer anders was abgezogen? Naja, abgezogen nicht. Du hast es ihnen halt freiwillig übergeben. Ich? Hm. Wem denn? Was denn? Da ist Alfredo, der Arme. Vielleicht hast du Gambo was geschenkt. Aber nur, weil ihr Freunde seid. Hey. Ich will ihn fertig schlagen. Mann, Elina, ey. Ja, dann habe ich dir nichts mehr zu sagen. Das wird eine Rache geben. Eine Rache? Rache. Gefühlt den ganzen Server hier auf mich aufgeheizt, aber ich habe gar nichts gemacht. Ich gar nicht, habe nur ein paar Nachrichten verschickt. Ja, ich auch. Und vielleicht hast du jetzt ein größeres Problem mit Amir als davor. Naja, war eh schon Krieg, also viel größer kann es ja nicht sein, sage ich mal. Und aber guck mal, gute Nachricht, Denergy kannst du aber killen. Warum denn? Ja, habe ich so gemacht, also habe ich so geklärt. Ja, okay, check. Okay, ihr habt einen ganz schönen Bunker für mich gebaut. Ihr habt euch ja nicht mal Mühe gegeben, das zu verstecken. Was wäre gewesen, wenn mich einer gespawntrapped hätte hier? Gar kein Problem, den hätte ich weggemacht. Ja, sagst du, dem der Arm mir die Combo gedrückt hast. Ja, ich habe Sue auch gekillt, der war auch hier. Auch gekillt? So. Oh, das ist ja crazy. Hm. Na gut, Elina, dann hören wir uns, ne? Ja. Oh, Alter, wie hoch. Du. Message, Yami, wo bist du? Da. Beim Gambo Gaming House? Da war ich doch auch gerade vor 5 Sekunden. Was ist das denn für ein Call? Ich habe mir nämlich was ganz Besonderes mit Yami überlegt. Der war ja in meinem Helden-Tierlist-Ranking leider der letzte. Aber ich habe mir überlegt, ich werde ihn jetzt im PvP trainieren. Dann werden wir jemanden herausfordern. Der wird hoffentlich diese Person killen und damit ein Herz ziehen. Das ist der Plan nämlich. Benson wird zum PvP-Trainer. Aber mal gucken, ob er da überhaupt Bock drauf hat. Hallo? Moin, Yami, hast keinen Dia-Helm. Ja, ich habe auch keine Dia-Schuhe, mein Freund. Das ist low, hey. Tatsächlich. Dann habe ich dich ja vielleicht doch auf den letzten Platz im Tierlisten-Rating gehauen. Also das ist nämlich hier übel, ne? Wollte ich dir nur gesagt haben. Ja, weißt, aber ich habe ein Angebot. Was du mit mir gemacht hast? Ich habe nein, nein, nein. Weißt du, was du mit mir immer gemacht hast? Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Ja, zeig mal. Siehst du die Base hier? Die alte Base? Die wurde gelöscht. Hier liegen die Hoffnungen und Träume von Yami Tortellini. Ja, das war's. Ja, du hast alles abgerissen. Auf. Ja, dabei hast du so eine schöne Base, bestehend aus 3 Kisten und einem Erdloch. Ja, das ist ja besser als bei mir zu Hause. Also. Das ist crazy. Nee, pass auf, weißt, tut mir auch ein bisschen leid so im Nachhinein, dass ich dich da auf den Letzten, aber ich meine, einer musste ja Letzter werden. Also ist ja so. Aber ich habe ein Angebot. Ich habe ein Angebot für dich. Wie wär's, wenn ich dein Undercover, das darf natürlich jetzt nicht bekannt sein, aber wie ich ja nicht dein Undercover PvP-Trainer werde und wir suchen uns einen Gegner raus, der halt gegen dich fighten wird, weil er so denkt, ja, mir den mal hier weg, ja. Aber du bist insgeheim schon im dicken Training. Ich würde sogar so weit gehen, ich würde dir sogar mit dem Verzaubern helfen. Wenn du mir die Dias gibst, helfe ich dir sogar mit dem Verzaubern. So weit würde ich sogar gehen, dich zu supporten. Und dann fightest du gegen den. Und, naja, wenn du Pech hast, stirbst du trotzdem. Aber wenn du gut spielst, dann ziehst du ein Herz. Oh, okay, das stimmt. Aber kann ich dann auch bei euch mitmachen? Wenn du
das Herz ziehst, darfst du zu den Ampelkriegern. Nein. Aufnahmeprüfung von Yami, ich werde das nicht schaffen. Doch, doch, doch. Vertrauen, musst du nicht vertrauen. Ja. Wir brauchen nur halt einen potenziellen Gegner für dich. Der halt ja sagt, der aber auch nicht. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, weil das ist gestern erst passiert, Elina ist ja mit meinem Account, die hat mich ja gehackt und ist hier ein bisschen rumgelaufen. Und die hat gegen, einfach als ich quasi gegen Amir gefightet, und hat den heftige Kombos gedrückt. Okay. Also ist Amir nicht so gut, oder? Vielleicht wie? Amir, ich sag ehrlich, ja. Ja, können wir nicht einfach Energy ausschalten? Ich meine, das ist doch ja, aber der campt auf seiner Insel, der wird nichts machen halt. Ja, stimmt. Ja, obwohl, ich habe eine, guck mal, bevor wir da, also ich nehme das Angebot gerne an und ich habe noch eine Information für dich tatsächlich. Wow. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Energy ist im Alpha-Clan. Hä? Sein Mann, das also, muss ja brandneu sein, die Info. Ja, ich habe ihn gerade vorhin, ich habe ein bisschen XP-Farm hier und da, auf einmal ich höre so, ja, ich bin jetzt beim Alpha-Clan und Kianis möchte auch zum Alpha-Clan. Dann ist ja, also Ente ist soweit ich, also Nerd hat behauptet noch nicht, aber ich sag, der tritt da bald bei. Ja, dann sind die ja übermächtig plötzlich. Ja, IT, Alfi, IT Apple, auch. Kian. Ja, IT gehört auch dazu. Das weiß ich alles gar nicht. Ja, da tut ey, dann haben so die ja 4, 5 Member und da ist einer gestörter als der andere, sage ich auch. Ja, deswegen ja, das ist tatsächlich gut, dass ich trainiert werde. Also, ja, dann kannst du dich gut verteidigen. Naja, wen haben wir denn als potenziellen Gegner? Also die, die ein Herz haben, werden sowieso nichts machen. Das heißt, so Leute wie IT und Blackjack sind eh schon raus. Alle, die also zwei Kianis Herzen haben und die jetzt nicht zu crazy sind. Dann haben wir noch Kian, der hat noch 3. Mhm. Und Siu will auch gegen mich kämpfen. Also er meint, ich soll Siu trainieren. Wird schwer. Ja. Amir mit 2 haben wir noch. Stani und Alcrimex mit jeweils 2. Also ich sag ganz ehrlich, was den Gegner angeht, den kannst du dir eigentlich aussuchen. Ist mir eigentlich Schnurz. Mhm. Aber ich sag mal, je schlechter, desto besser für uns. Und auch desto besser für dich. Nur, also, naja. Also entweder du verlierst ein Herz also oder du ziehst ein Herz und trittst dem Ampelkrieger-Clan bei. Also das ist der doppelte Win. Da muss ich aber richtig trainieren. Und wie stellst du dir das vor, das Training? Also ja, wir machen Hardcore-Training. Keine Sorge, ich baue da hier was und dann können wir in der Arena und dann machen wir da ein bisschen Training. Oh, okay. Training kann aber auch mal schief gehen. Da verliert man auch mal ein Herz. Ne? Nee, Spaß. Hier liegen die Träume von. Alter, also wir kriegen das hin. Ich sag, du hast Potenzial. Aber du, es ist halt erstmal Baustelle 1, ist erstmal hier deine Ausrüstung. Wenn ich mir das hier angucke, ist Quatsch. Also guck mal, ich bin dabei, ich bin wirklich dabei. Heute erst verzaubert ein paar Sachen. Ich bin jetzt auf Dia-Jagd und ich würde sagen, ich hole mir alles und dann können wir eigentlich trainieren. Oder wollen wir das heute schon machen, das Training? Oder was sagst du? Nee, lass morgen machen, lass morgen trainieren. Okay, dann bereite ich ein bisschen was vor. Zu morgen. Weißt du? Mhm. Und gegen wen willst du fighten? Wer wäre so dein Favorit? Boah, ich bin ehrlich, so, ich schwanke zwischen Amir und Kian tatsächlich. Das Ding ist, Kian hat ja noch 3 Herzen. Der wird vielleicht eher auf Ja sagen. Der hat ja nichts zu verlieren. Meinst du, er ist gut? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also ich habe ihn noch nie spielen, so PvP-mäßig gesehen. Ja, aber das ist ja eher ein Zeichen dafür, dass er nicht so gut ist, oder? Ja, das könnte sein, das könnte sein. Ja. Und Stani, weiß ich nicht. Der hat auch trainiert halt, ne? Ich lasse mir durch den Kopf gehen, aber ich werde einen Gegner. Schreib mir per Brief. Also ich habe aktuell keinen Briefkasten, ich stelle aber gleich einen auf, da kannst du mir per Brief schreiben. Aber benutze ein Codewort. Falls, weil den Brief kann ja jeder andere auch öffnen, weißt du? Also du darfst jetzt zum Beispiel, also schreib zum Beispiel jetzt nicht Stani dahin, sondern einfach Skybase, verstehst du? Ich mach's ganz anders. Ich glaube, vielleicht checkst du das, wenn ich dir das so schicke. Lass mal schauen, ob das checkst. Mach einen Code, ich muss den entschlüsseln dann. Genau, so machen wir das. Ja, wird niemals klappen, aber okay, gut. Dann bereite ich bis morgen das Training vor, du rüstest dich aus und überlegst dir, wen wir fragen. Also du, ich bin ja undercover nur. Mhm. Und dann, okay. Aber krass, dass der halbe Server jetzt Alpha-Clan wieder ist. Das check ich aber auch nicht, ey. Das ist echt verrückt. Na gut. Ja, Hudi, dann bis morgen. Danke dir, Ben. Ich bin mich geehrt. Gerne. Dann bis morgen, ciao. So, das war ja ein sehr vielversprechendes Treffen. Wir gehen jetzt, das ist ja crazy, dass die alle, also Alpha-Clan, der hat ja meine Statue abreißen lassen, beziehungsweise selbst abgerissen. Das ist ja okay, das heißt, wir haben jetzt Krieg gegen, okay, das sind viel zu viele, warte mal. Gegen Amir, Vive, Rhiney, klar. Dann auf der anderen Seite Alfi, IT, wahrscheinlich ja bald, na wobei Enter hat Statue gebaut, den würde ich da sogar mal rauslassen aus der Rechnung. Ich muss halt jetzt erstmal die Ampelkrieger-Base, um überhaupt erstmal abzuchecken, ob Elina da irgendwelche Faxen gemacht.
Ich habe eine bessere Idee. Pfeif mal auf die Ampelkriegerbase. Ich weiß doch, wo ihre geheime Basis ist. Da gehen wir jetzt nämlich mal hin. Let's go. Die hat doch einfach den Kimono mitgenommen. Es gibt nur zwei Kimonos auf dem Server. Flo und ich. Die nimmt den einfach mit. Das ist prime wertvoll, das Ding. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, Leute, was mir da wie geklaut wurde. Wurde mir da was geklaut? Hat Elina was geklaut? Haben andere Leute was geklaut? Ich brauche hier Infos. Aha! Hier sind wir doch richtig, Leute. So. Dann gehen wir mal, suchen wir mal Elina Space einen kleinen Besuch. Hier, ne? Guck mal, was die da so Schönes hat. Ja, das ist natürlich hier. Mann, die haben mir. Das sehe ich doch, dass die meine Tools abgezogen haben. Hä? Ich dachte kurz, sie hat sie abgerissen. Was haben wir denn hier? Zubauen, Pferd rufen. Was ist das denn? So, ja, okay. Boah, die Kühe, ne? Alter Schwede, sind das eine Menge Kühe, ey. Das wäre ja richtig schade, wenn die jetzt in der ganzen Base rumlaufen würden. Mensch, wäre das eine doofe Sache, ey. Das wäre ja richtig nervig, oder? Boah, wäre das so nervig. So, man legt sich nicht mit mir an, Elina. So, Kühe. Alter, die fluten so crazy, diese Base. Das weiß ich ja auch ab. Lass mich doch hier nicht hacken. So. Hier machen wir auch einen Wassereimer rein. Bam. Oh, hier wird alles gegrieft. So. Rainy? Ja, Rainy. So. Alles gegrieft hier. Hier bauen wir auch ein bisschen was ab. So. Damit hier auch schöne Monster spawnen. Machen wir das hier auch. Achso, die Leuchtbären machen ja auch Licht, ne? Aber vielleicht reicht's ja, dass hier Monster spawnen. So. Ich sag aber ehrlich, ich will die mitnehmen. Die sind nämlich ziemlich nervig zum Craften. Ich behalte die einfach. Für die Ampelkriege. Wartet mal. Die weiß ja jetzt auch, wo die... Okay, vielleicht war das im Nachhinein betrachtet gar nicht so eine kluge Idee. Die weiß ja, wo die Ampelkrieger-Base jetzt auch ist. Nicht, dass die dann unsere Base auch grieft. Das ist jetzt eine Sache, die habe ich tatsächlich erst im Nachhinein mir überlegt. Aber ich sag mal, der Zug ist ja jetzt auch abgefahren. Also ich meine, jetzt kann man es ja auch nicht mehr ändern, sag ich mal. Jetzt haben wir hier bereits gegrieft. Das hilft ja jetzt hier auch alles nicht mehr. Die hat hier... Ach doch, hier sind noch Kisten. Das sah doch aber... Die hatte doch noch so einen Fassraum. Hat die das hier... Warte mal. Was ist hier drin? Müllbücher? Warte mal. Die hat dies umgezogen. Die hatte doch so einen Verzauberungsraum mit Fass. Bei dem sage ich, dass das Wasser jetzt ist, kommen die hier irgendwie alle nicht mehr hoch. Ne? Warte mal. Das müssen wir ein bisschen korrigieren. Hier war doch... Wie war denn das nochmal? Check das... Hier war doch... Wie sah denn das aus, Mann? Das ist jetzt auch schon so lange her, dass ich das gesehen habe. Die hat das abgerissen. Also ich habe das gerade nochmal im Originalvideo abgecheckert. Das ist komplett umgebaut hier. Also vielleicht bin ich auch dumm jetzt, aber ich hatte das in der doppelten Wand versteckt oder so. Naja, wir haben ja jetzt auch nichts Erhebliches kaputt gemacht. Das ist ja, das kann sie alles wieder reparieren, ne, ohne Probleme. Das ist hier ein 3-Minuten Aufwand, dann hat man das hier gemacht. Aber ich glaube, wir haben ihr einfach mal ein Statement gesetzt, Leute. Dass sie sich hier nicht mit uns anlegt und erst recht nicht in unseren Account hier reingeht. So, wir wollen das natürlich auch wieder alles zubauen jetzt hier. Das soll ja keine andere Person finden. Auch wenn das natürlich nicht sonderlich klug zugebaut ist, mal so am Rande, aber naja. Auf nach oben! Ich habe Gambo geschrieben, weißt du, wer meine Tools hat? Elina hat mich gehackt und Gambo schreibt so, ja, lass uns treffen, wo bist du? Habe ich dann geschrieben, er meint neutrale Insel. Das heißt, wir gehen jetzt mal, zu, das ist halt ein bisschen kritisch, weil Rani und der Vive gerade on sind, dann wird schon passen. Wir gehen mal zur mittleren Insel jetzt und checken da mal aus, wo unsere Werkzeuge sind. Weil tatsächlich, mir fehlt auf jeden Fall die Glück 3 Spitzhacke. Eine Axt fehlt mir auf jeden Fall mindestens. Okay, ich glaube, die beiden Sachen primär. Checken wir mal aus. Vielleicht kann ich denen ja kurz noch Hallo sagen. Den Toilettentauchern. Vielleicht sind die ja gerade da. Das wäre lustig. Ja, aber sieht nicht so aus. Ist aber auch eine Todes-Mob-Farm hier aktuell. Ne? Das Ding ist ja null ausgeleuchtet. Ist das ein KFC? Ist das McDonald's? Das IT- und Ente-Freunde-Haus. Warum ist hier ein Alpha-Clan-Banner? Das hat ja nicht... Die nehmen die ganze Insel ein. Es wird wirklich Zeit, dass wir das Ampelkrieger-Hauptquartier hier mal bauen, damit hier wirklich auch mal ein bisschen ein glorreiches Gebäude steht. Und nicht nur diese Bunker-Dinger hier. Wenn uns den Gambo jetzt... Gambo. Benjamin. Oh mein Gott. Gambo, ich wurde gehackt, wie du vielleicht weißt. Vielleicht auch nicht.
Ja, ich hab's gerade am Rande mitbekommen. Ja, mir fehlt auf jeden Fall eine Axt. Und ich glaube auch eine Spitzhacke, aber da bin ich nicht sicher. Aber mir fehlt auf jeden Fall eine Axt. Boah, puh. Weißt du, wo das ist? Nee. Wer das hat? Wer das haben könnte? Nee, sag mir nix. Die meinte auf jeden Fall, die hat mit Denergy zu tun gehabt. Ja, dann wird das wahrscheinlich wieder in seinem Ramschladen verscherbeln. Ja, lass den, ich würde den am liebsten wegspringen, aber der ist ja halt auch safe, ne? Nee. Also du weißt wirklich gar nichts darüber. Nee, gar nichts. Gar nichts. Warum hast du dann so M geschrieben? Hm, weiß ich nicht. Ich habe mit Fabo geredet. Du weißt deswegen was. Ist es bei mir Wort. Nee, du weißt geblieben. Was. Du weißt was. Was weißt du? Nein, Spaß. Okay, ich habe die Sache, Benjamin. Nee. Was hast Sache du mir rein? Alles geklaut? Ich will alles. Wenn auch nur ein Item fehlt. Hallo, hallo, hallo. Das lasse ich mir nicht unterstellen. Ich habe dir nichts geklaut. Elina hat es mir gegeben. Ja, okay. Ist doch trotzdem geklaut. Nee. Also dein Account hat es meinem Account zugeworfen. Ja, so. Aber nicht ich als Mensch. Für ja, mich zählt nur der Mensch. Für mich? Mir fällt nichts ein. So. Zählt hier, zählt der Minecraft-Account. Hier, oha. Bitteschön. Du Dreckiger. Und die Axt? Ja, das ist deins. So. Ja. Und hast du noch mehr geklaut? Ich habe nicht, hör auf, das so eklig zu framen. Wurde dir noch mehr zugeworfen? Vielleicht. Ja, dann möchte ich das bitte auch haben. Das wurde mir auch zugeworfen. Junge, darauf wusste ich erst die ab. Dann fehlt aber noch eine Axt. Eine unverzauberte. Mann, nee, du hast mir die verzauberte nicht gegeben. Genau, die fehlt nämlich. Ich so, sag, da fehlt noch mehr. Aber. Was fehlt da noch, Gambo? Nein, da fehlt wenn in den Kommentaren dieses Videos steht, dass du was behalten hast. Mhm. Nein, aber es gab auch Geschenke und Geschenke muss man nicht zurückgeben. Ja, dann möchte ich aber zumindest wissen, was dir geschenkt wurde. So ein leckeres Fläschchen. Ach, ich dachte, du zeigst jetzt den Bogen. Wie viel davon? Einen nur. Ja, okay. Die war richtig knauserig. Was für knauserig, die sind übel wertvoll und auch aufwendig zu farmen. Ja, tu mal nicht so. Du hast voll viele davon. Scheiß hab ich. Flo hat viele können. Davon. Blöde Kuh. Auf dem Server hat die keiner außer wir, weil wir nämlich die OP-Farm haben. Apropos OP-Farm. Ich habe gehört, Vive benutzt unsere Farm, Junge. Ich hab den eben gesehen. Der ist da drüben. Hier? Ja, ja. Nee, da, bei den Eiszapfen. Nee, da war ich doch gerade. Doch, doch. Echt? Ich hab gerade noch mit ihm gesprochen. Er hat damit angegeben, dass Denergy schon angefangen hat, für die zu arbeiten. Das ist krank. Der hat jetzt so richtig Arbeitskleidung und so bekommen. Aber der war hier nicht, ich hab ja geguckt. Da drüben stand er. Ups, sorry. Hey. Da drüben stand er eben. Ja, okay, kann auch sein, dass er jetzt weg ist. Na toll. Aber hier stand er. Original da. Wie, weißt du, wie die das hier mit dem Eis machen? Ja, das ist das mit Pferden? Nee, Blaueis sogar. Wie hier mit Pferden, hä? Die farmen das mit Behutsamkeit einfach. Ja, aber wie wird es denn zu Eis? Das ist zu Eis aus dem Eisbiom. Wie geht das? Hä? Du gehst zur Eisinsel mit einer Behutsamkeitsspitzhacke und baust das ab. Und warum bauen die das dann hier hin? Ja, weil die zentral sein wollen. Die Eisinsel ist Arsch der Heide. Da würdest du nicht immer 4000 Blöcke in die Mitte traveln. Ist das blöd. So, ich kill dich jetzt. Oh, 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 das hat nicht so gemacht. Das hat nicht so gemacht. Das ist doch nur Spaß. Ah. Ich bin im Wald, ich kann die Schuhe nicht benutzen. Du warst voll gebuggt bei mir. Haha, Ben ist vor mir abgehauen, weil er Angst hat. Oh. Ah! Was für abgehauen? Ich bin gar nicht abgehauen. So, ich gehe jetzt wieder, du Dieb. Selber, du Dieb. Nee, wie kann ich denn auch ein Dieb sein? Du bist ein Pass Dieb. Mal lieber auf, dass ich deinen Account nicht hacke. Ja, du hast ja mein Passwort nicht. Kannst du ja gern probieren. Ich habe Elina nach dem Passwort gefragt. Warte ja. Mal ab, welches Video in zwei Wochen kommt. Ah! Tschüss. Mann, wie viele Bücher sind hier denn gestackt? Hä? Da ist Tommy und Creeper drin, Junge. Du gibst mir noch deinen Enderperlen, bitte. Brauche ich nämlich. Oh Gott. Stress, Leute. Ich habe Stress. Dankeschön. So. Alter, wie laut ist der bitte? Das war's mit der heutigen Minecraft-Helden-Episode. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Das würde mich natürlich unendlich freuen. Und da würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.